bounce when she walk, then bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk. So you think you could have me? I mean, couldn't I? Oh, fuck. Yes. Jedes Mal in Schlabberklamotten tanzen muss, habe ich mir ein paar neue Klamotten geholt. Außer stehen diese drei Kleider und ein Minirock mit einem Crop Top und ich glaube, wir probieren das hier als erstes an. Das ist das erste Outfit und ich finde es richtig süß, besonders weil es hier so eine Hose drunter hat. Und wenn man tanzt, dann kann mir niemand unter den Rock gucken. So sieht das Ganze von hinten aus. Richtig cute. I love it! Mit dieses süße Kleid hier. Alle Klamotten sind übrigens von Hadara. Das hat auch wieder eine Hose und das Coole ist, dass man hier sein Handy reinstecken kann. Mega cool. So, jetzt haben wir das in weiß mit einem anderen Rückenausschnitt. Zu guter Letzt haben wir das hier. Da finde ich die Farbe echt schön und die passt auch zu meinen Haaren. Also es beißt sich nicht unbedingt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Outfit ihr am schönsten findet und welches ich beim nächsten Tanzvideo tragen soll. Bye, bye. You know, it's just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk and act like me, and just might be. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft und wir werden heute ein T-Shirt selber bedrucken. Hier habe ich mir ein Sieb gekauft und ein bisschen Farbe sowie ein Teil zum Abziehen. Okay, ich habe das jetzt erstmal abgeklebt, damit sich das auch nicht bewegt. So, ich habe mir jetzt so ein Herz ausgeschnitten. Das werde ich jetzt mit Klebeband auf dem Sieb befestigen und dann können wir schon loslegen. Und jetzt. Gut viel Farbe. Ich habe echt Angst, weil ich keine Ahnung habe, wie man das macht. Wie cool. Okay, das erste ist nicht ganz so schön geworden. Also hier hat es ein bisschen geleakt und hier ist die Farbe nicht ganz drauf. Aber Übung macht den Meister. So, ich nehme jetzt ein bisschen und male das einfach noch so ein bisschen an. Ich weiß, das ist nicht so, wie man das normalerweise macht. So sieht das super coole T-Shirt aus. Ich finde es richtig cool mit den Herzen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. La famille Lopez, la famille Lopez. Bitch, I like this. Hey, I like this. Smoke cannabis, smoke cannabis. Bin zum clap. Aber immer mehr, aber hat er nicht verdient. Er nimmt keine Days, er ist hart und bounce when she walk, then bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk. Oh mein Gott, sie ist juicy. Ich will lügen, wenn ich sage. Tattoo with me on fake skin. He's so cute and so gullible. Oh my fucking! I met this lady in Hollywood. She had green hair, but damn, she looked good. I took her to my house. I'm just like any modern woman, trying to have it all. A loving husband, a family. So where were we? Oh yes. You were holding your... Heute gibt es ein cooles Projekt. Dafür brauchen wir eine riesengroße Leinwand, ganz viel schwarzen Stoff und schwarze Farbe. Zuallererst werden wir die gesamte Leinwand erstmal schwarz mit diesem Pinsel. Weil der Pinsel ist vielleicht ein bisschen klein, vielleicht machen wir das lieber mit einer Rolle, sonst dauert das noch Jahre. So, da packen wir jetzt erstmal großzügig schwarze Farbe drauf.
Und dann beginne ich das Ganze mal so zu rollen. Und jetzt warten wir einfach nur, bis das Ganze trocknet. So, wir haben schon den nächsten Tag, das ist jetzt getrocknet. Und wir schneiden das jetzt in ungefähr solche Streifen. Haben wir jetzt so fertig geschnitten. Jetzt holen wir uns hier so eine elektrische Tackermaschine und befüllen die erstmal mit, kennt man die Teile? Jetzt werden wir den Stoff nehmen und es erstmal an die Leinwand so drapieren und von hinten festtackern. Das erste ist schon dran, so sieht's aus und da kommen jetzt ganz viele von denen. Da habe ich dann einfach noch ein bisschen mit den Stoffen rumgespielt, wie ich das am besten binden könnte und wie es dann am besten aussieht. Am Ende habe ich dann die Überreste hinten abgeschnitten, nochmal festgetackert und so sieht das Ganze aus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye.